Yeah, Leben Wrestling. Update zur WrestleMania Card. Der Insider-Account WrestleVotes berichtet, dass WWE derzeit mit 4 hochkarätigen Matches für WrestleMania plane, um beide Nächte der zweitägigen Show zu füllen. Um diese zu gewährleisten, sei wahrscheinlich die Hilfe mehrerer Stars nötig, die nicht zum aktiven Roster gehören. So wäre es so gut wie sicher, dass John Cena und Bill Goldberg Teil der Show sein würden, Dwayne The Rock Johnson dagegen sei, Stand jetzt, unwahrscheinlich. Auch eine Rückkehr des Undertakers sei nicht gänzlich ausgeschlossen. Zwar hätten die meisten Offiziellen seinen Rücktritt akzeptiert, ein Anruf von Vince McMahon könne aber reichen, um ihn zurückzuholen. NXT könnte bald nicht mehr mittwochs laufen. Sports Business Daily berichtet, dass der Sportkanal NBCSN noch im Jahr 2021 den Betrieb einstellen wird. Diese Nachricht ist für NXT von Bedeutung, weil bereits bekannt wurde, dass die Übertragungsrechte der NHL zum US Network übergehen werden, das ebenso zu NBC Universal gehört. Da der Mittwoch einer der wichtigsten Tage im Übertragungskalender der Eishockey-Liga ist, könnte es für NXT schwierig werden, den aktuellen Sendeplatz dauerhaft zu halten. Auch auf Raw könne sich der Deal laut Dave Meltzer auswirken. Update zu Aleister Black. Mike Johnson berichtet, dass der ursprüngliche Grund für die Abwesenheit Aleister Blacks gewesen sei, dass man ihm ein großes Debüt bei SmackDown hatte geben wollen. Allerdings sei es dazu bisher nicht gekommen. Ob man jetzt darauf warte, dass sich die Berichterstattung um Blacks Frau Selina Vega beruhige, könne Johnson nicht mit Sicherheit sagen. Es sei aber wahrscheinlich. SmackDown gewinnt wieder Zuschauer. Kurz vor dem Royal Rumble hat SmackDown in den provisorischen Ratings erneut Zuschauer gewonnen und knapp 2,3 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte gezogen. Mit Ausnahme einer Folge im Dezember, die von einer vorangegangenen College-Football-Übertragung profitierte, wäre dies das beste Rating seit WrestleMania, wenn die Zahlen auch in der finalen Auswertung Bestand hätten. Verschiebt AEW den Revolution Pay-Per-View? Nachdem in den letzten Tagen bereits Gerüchte aufkamen, nach denen All Elite Wrestling den ursprünglich für den 27. Februar angedachten Revolution Pay-Per-View verschieben könnte, gab nun eine mittlerweile wieder gelöschte Werbegrafik, die auf dem YouTube-Kanal erschienen ist, Aufschluss über das neue Datum der Großveranstaltung. So wird diese nun voraussichtlich am 7. März stattfinden. Die für AEW ungewöhnliche Ansetzung eines Pay-Per-Views an einem Sonntag soll mit der einen Tag vorher stattfindenden UFC-Veranstaltung zusammenhängen. So möchte AEW den Pay-Per-View nicht in Konkurrenz zur UFC-Veranstaltung austragen. Vince McMahon erneut nicht bei SmackDown-Tapings. Wie Ringside News berichtet, war Vince McMahon bei den Tapings der vergangenen SmackDown-Ausgabe erneut nicht anwesend. Für die Show sollen stattdessen Triple H, Kevin Dunn und Bruce Pritchard verantwortlich gewesen sein. Über die Gründe des erneuten Fehlens McMahons ist noch nichts bekannt, jedoch fehlte er auch bei den früher am gleichen Tag veranstalteten Tapings des Superstar Spectacle Events.